Spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Hast du was Starkes? Meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich... will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen.
war ein seltsames Mädchen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf! Das haben wir uns alle verdient! Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Biggs, du alter Schluckspecht. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Wo waren wir stehen geblieben? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Seit dem Rausschmiss aus der Haupt... Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung. Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang.
Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ach, halb so wild. Gehört vielleicht dazu. Hm? Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder, Boss? Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Komm doch, wenn du versuchst! Ja! Ist doch! Und Schiss! Ja! Mein Einsatz! Ich habe dich gehabt! Der scheint sich schwer zwiebelt! Okay. Kann ich schaffen! Attacke! Ja! Hier ist es! Nummer 2! Volle Konzentration! Attacke! Es ist aus! Neuer Versuch. Ja, ha, ha. Ja. Schön locker. Ja. Wer will noch mal? Ja. Wer hat noch nicht? Schön locker bleiben. Blut soll nicht rein. Jetzt voll in die Fresse. Fass dich gleich. Ich stiche so gerne. Was? Nimm das! Denk! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also... Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle bekommen! Krieg mich bitte nicht um! Shit! Hey! Jetzt gibt's ein Stück elektrischer Leuchtstichel einzugern! Kein Problem. Auf nimmer Wiedersehen! Brenne! Ich mach Hackfleisch aus dir! Jetzt wird abgerechnet! Attacke! Arschkappe! Legt mir Blumen aufs Grab! Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht?
Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Das ist die Anzahlung. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Bist du bereit? Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnasen! Vollgas voraus! Besser als nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren. Hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt. Doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger! Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau! Ernsthaft? Na super! Ach, kein Problem! Wir haben den Cloud dabei! Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Kranken Schmetterlinge nach vorn, dann wird mir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's ab! Freust dich wohl drauf. Na klar freu ich mich darauf. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Die Arme um einen starken Mann geschlossen. Meine Güte!
Macht richtig Spaß! Du wirst gerade zu überfordert! Wirklich beeindruckend! Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten! Das überrascht mich nicht! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritze mit dir jetzt schon zu Ende ist. Ihr beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger!